Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren neuen Video hier mit Chrono Ark. Ebenfalls ein neuer JRPG-Titel, der jetzt erschienen ist vor einigen Tagen. Und wir gucken uns das Ganze hier auf dem Steam Deck direkt einmal an. Ihr seht, oben ist die Leiste wieder da. Ihr seht also, was es so mit sich bringt. Und wir schauen mal, ob das Ganze jetzt funktioniert, weil wir müssen das Ganze erstmal aktivieren, dass wir das Ganze mit dem Controller spielen können. Das macht ihr hier unter den Options, ja. Das Spiel ist leider nur in Englisch verfügbar und natürlich Chinesisch, Japanisch und so weiter und so fort, Taiwanisch und hier, ne. Sonst für uns halt hier nur Englisch. Aber das, denke mal, das kriegen wir hin. Dementsprechend starten wir in ein neues Spiel und lassen uns mal überraschen, was uns jetzt hier erwartet. Ich hoffe, jetzt kommt nicht jedes Mal die Meldung, Controller detected. Controller detected. So, los geht's. Ha, okay. Auf jeden Fall schon extrem lange Wartezeit hier. Jetzt geht's los. Okay, damit sind wir jetzt schon direkt im Spiel. Also, Move. Hiermit rennen wir, okay. Wie gesagt, ich bin ja nun, also die, die mich schon ein bisschen kennen, ja, vor einiger Zeit, wie gesagt, wir haben ein paar Videos veröffentlicht. Ich mag diese JRPGs halt, ne? Also, bin großer Fan von mittlerweile. Lucy? Aha. Haben wir irgendeine Errungenschaft bekommen? Okay, wir können hier auch was. Achso, hier können wir springen, okay. Hier laufen wir gerade schon mal irgendeine Geschichte durch, ne? Oh, okay. Oh, okay. Oh, was ist da los? Okay. Können wir hier irgendwas aufsammeln?
Wie so aus. Wie gesagt, ich kenne das Spiel jetzt selber auch noch nicht. Also für mich ist das auch komplett neu. Okay. Sind jetzt alle gestorben hier? Irgendeine Schlacht oder sowas? Ah, da sind wir. Okay. Licht an, Licht aus. Können wir sonst nichts machen? Nice, okay. Combo Attack. Das
Das ist Ziel. Damage 12. Das ist so kartenbasiertes Spiel halt wieder. Nett. Habe ich jetzt auch neu für mich entdeckt. Okay, also das ist jetzt noch ein bisschen too much jetzt. So. So, okay, jetzt ist glaube ich Tutorial soweit. Hier ist Skill zumindest. Select the skill to gain swiftness and to reduce cost. Achso, bei. So, hier haben wir Moral. Gehen 2 Mana. Jawoll, haben wir. So, können wir jetzt das hier nehmen? Bam! Was haben wir hier? Achso, das ist Heilung. Brauchen wir? Nö. Ach, das war blöd. Okay. Da ist ein neuer dazugekommen jetzt. Action Count, ja genau. Ein zweizügiges Erdra mit wahrscheinlich einem supermächtigen Schlag oder irgendwie sowas. So, was haben wir jetzt hier? Damage 2.
Ach so, wenn wir einen. Okay, verstehe. Ach so, okay. Also wir können sie nur heilen, wenn der grün ist. Schlecht. Da musst du ja richtig planen. Okay, so viel zum Tutorial vom Kampfsystem. Ah, hier haben wir dann die Charaktere. Ironheart. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Achso, wie können wir hier mitnehmen? Attack, Tank, Support, Tank und Support. Attack, genau. Confirm. Achso, jetzt sind wir, okay. War noch gerade ganz woanders.
Mistigan. So, Basic Heal, Basic Heal. Okay, ist ein Bosskampf schon. Naja, Bosskampf brauchen wir jetzt noch nicht erstmal. Okay. Können fast traveln. So, was, wie war das hier? So war das, ne? Level up. Damage. Swiftness. Swiftness, Armor. Wir bräuchten erstmal ein paar Attacken, das wäre eigentlich ganz gut. Das sind wir. Okay, wir müssen leider schon zum Boss. Mehr haben wir hier noch gar nicht. Zur Auswahl. Das ist ein Teleporter hier, oder? Wahrscheinlich. Los geht's. Sehr gut, haben wir. Der Maximum Mana ist low. So denn in der Info-Tab. Ach
Achso, hier, Increase Mana. Zum Beispiel hier Swiftness. Was ist das hier? Golden Skillbook. Swiftness. Okay, also was haben wir jetzt hier noch? Was ist das hier? Box of Friendship, Consumer. Aha. Was macht der? Maximum hier. Critical Chance plus 15. Wie heißt der? Hain ist das. Okay. Ja, dann gehen wir den Hain. Was ist das? Squall. Achso, okay. Das ist für. Okay. Ah, okay. Okay. So, Campfire. Lass uns wieder. Ah, okay. Ich verstehe. Recruit, Blacksmith. Asa. Miss Chain. Hier können wir mal Gegenstände herstellen. Brauchen wir nicht. Okay. Genau, jetzt sind wir nämlich schon zu dritt unterwegs. Display Stand. Ah, hier können wir speichern. Okay, das machen wir doch. Was? Ist das Spiel gleich beendet? Das war jetzt nicht so geplant. Ja, noch ein paar Minuten reingucken, so weißt. So, hätten wir auch speichern können. Naja, toll. Wir haben genau 300, ne? Uiuiui.
Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Warte mal, was haben wir hier? Damage 14, Damage 22. War critical sogar, sehr gut. 12 Damage. Wir machen gleich bei dem Mitschaden, sehr gut. Leider. So, 13. Hier, 14. Mist. Kann nichts machen. Mist. Mist. Hat er echt überlebt. Damit haben wir es. War knapp. Hipsack. Ein Relikt ist das. Und Dark Moonlight. Eine Resistenz bei 15%. Ein Skill mehr auf der Hand. Ich glaube, das hier ganz gut, ja. Die Blutbank.
brauchen wir nur noch. Nochmal ein Lagerfeuer. Machen wir nämlich hier oben nochmal den Bossfight dann und dann, ja, sollten wir eigentlich ja, glaube ich, davon soweit genug gesehen haben. Ist auf jeden Fall mal ein komplett anderes Spielprinzip. Was ich persönlich jetzt gar nicht so verkehrt finde. Was haben wir hier? Ein Longsword. Attack Power bei 10. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Attack Power plus 1. Healing Power. Moment of Calm. Wir haben hier noch gar kein Campfeuer, wa? Oder doch? Gibt ja gar nichts. Ach, die meine Güte. What? Wirklich gut aus für uns. Schwein.
Swiftness, Damage, Healing. Critical Hit, Swiftness cannot be fixed. Swiftness ignore taunt. Okay. Gut, dann machen wir jetzt noch den Bossfight, würde ich sagen. Das ist die Folge auch schon wieder ziemlich lang geworden hier. Es ist auf jeden Fall nicht so ein Spiel, was du mal schnell zumal das extrem doof war, was wir waren, weil wir haben echt kein. Werden wir wohl verlieren. Nein, eiskalt. Da habe ich keine Heilung mehr. Was ist das hier? Mal leider verloren. Game over. 24 Minuten insgesamt. It's okay. Okay, ihr seht, es geht weiter. Von daher, wir machen hier allerdings Schluss. Also das war auf jeden Fall sehr interessant, ja, kann man sagen. Also falls euch das Ganze halt interessiert, dann schaut es euch mal vorbei. Ne? Chrono Arc, so heißt es. Ich glaube, der Titel liegt so auch so bei um die 20 Euro oder sowas. Müsst ihr mal vorbeischauen. Vielleicht auch mal bei MMOGR, vielleicht findet ihr da irgendwie was. Und könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ist ein bisschen tricky. Man muss sich da auf jeden Fall erstmal ein bisschen reinsetzen. Ihr habt es ja gemerkt, ich habe wenig gesprochen jetzt hier im Großen und Ganzen, weil ich es halt auch selber noch nicht wirklich gespielt habe. Aber von daher, also so an sich macht es auf jeden Fall einen guten Eindruck. Von der Performance her muss ich sagen, ich glaube, da kann man noch ein bisschen was machen. Du hast halt immer ganz kurze Ruckler gemerkt halt in dem Spiel, gerade so zwischen den Ladesequenzen und so weiter. Und das ist eigentlich ein kleiner Indie-Titel, der sollte eigentlich perfekt drauf laufen.
Also wenn man da wirklich nochmal so ein bisschen nachbessert, nochmal so ein bisschen nachschraubte, dann sollte das auch Ganze hier deutlich besser funktionieren. Aber sonst im Großen und Ganzen, Ton war da, es hat nichts geknackt oder sonst irgendwas installiert. Startet instant von raus, also ihr braucht nichts umstellen oder sonst irgendwie was. Und Speicherplatz, ja, ist auch genug da. Ja, also von daher... eigentlich hier soweit alles in Ordnung hier bei Chrono Ark hier auf dem Steam Deck. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich gebe wieder ab an Fabian. Von daher bis zum nächsten Mal. Tschüsseli!